Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Wir sind auf Burgando und bisschen wackelig hier. Und hier werden wir dann ja das Holocron hoffentlich finden. Wir müssen uns nicht ausruhen, ne? Also wir könnten, aber muss nicht. Scan meinen Hinterkopf. Also gut, lass ihn. Alte Überreste einer empfindenden Spezies. Zu schwach, um weitere Informationen daraus zu schließen. Gut. Dann gehen wir mal rein. Und los, BD. Hudu. Willst du mal ein Licht machen? Ja, muss nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Spiegel. Ein komischer. Okay. Gut. Ich habe mein Lichtschwert. Ah, BD ist nicht mehr da. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Ach, die bewegen sich ja. Ich dachte, das wären einfach nur Statuen. Das ist gruselig. Ihr schaut woanders hin. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ihr mich anschaut. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ja, das ich ist führe den Rest so. Meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Das ist das Holocron. Na los. Ah, jetzt. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ja, das ist halt die Frage, ne? Ob, ja. Das Imperium! Die Inquisitoren sind hier! Meister, sollen wir kämpfen? Sie kommen! Das ist ja richtig geil gemacht. Zu den Gräben! Weitergehen! Passt auf euch auf! Das ist richtig geil gemacht. Thank you.
gefangen. Den Rest umlegen. Sie sind schnell. Weiter feuern. Dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Ich. Okay. Sorry, dann. Wenn ich nicht viel rede, aber. Nein. Ich hab Angst. Was passiert mit uns? Meister Kestis, warum? Ich will nicht hier sein. Tja, die Sprecherin von denen, die in die sich ergeben werden. Zu Inquisitoren. Ja. Genau. Alter, wie geil. Wir sind jetzt in Inquisitor. Alter. Wie das aussieht. Nice. Aber du hast den Spiegel kaputt. Und Bidi, was ist passiert? Was ist los? Ah, okay. Schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Hat Ziel dich nicht trainiert? Nö.
Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Immer noch auf der Flucht? Heck, Kumpel! Bitte, Stim! Dein Ende naht. Ich werde es genießen, dich zu eliminieren. Das war geil. Einfach rausmachen. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg. Kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Triller. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Triller, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Als die zweite Schwester Kal im Gewölbe auf Bongano attackierte, erlangte ihr Lichtschwert durch. Was? Erlangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seinen Händen. Gelangt. Entschuldigung. Seinen Händen und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kal erfährt von Trillers Geschichte als. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Padawan. Einschließlich des verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als die Offenbarung Kal für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Ja, ziemlich blöd, ne? Ziemlich blöd. Jetzt müssen wir halt. Aber ja, das wäre ein bisschen zu kurz gewesen, finde ich. Also, wenn wir jetzt schon das Holocron bekommen hätten. Oh. Oh.
Haltet ihn von mir fern! Das ist halt auch, das ist halt auch krass, hat er ja gerade gesagt, wenn wir ihn nicht aufhalten, werden wir sterben, so ungefähr. Verlassene Werkstatt. Ja, wir gehen einfach zurück, oder? Die Leute, die hier einfach stehen, die lassen wir stehen. Warte, auf jeden Fall speichern mal. Ja, ja, die Triller, ne? Komisch, dass Schiff noch da steht. Ey, aus dem Weg. Okay, die sind alle drin. Seer, okay. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller. Was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ja. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich weiß nur nicht, wo sie hin will. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Ist es besser als ein Freund? Kniet nieder. Oh, das ist süß. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter.
bist bereit. So wie ihr. Der Lilly. Das verlorene Hologramm. Chapter 6. Kyle und BD brachten das Astrium zum Gewölbe und fanden das Hologramm. Kyle hatte daraufhin eine Vision, trainierte Jünglinge überfallen von Truppen des Imperiums. Ein Kampf, Tod, Folter. Kyle als Inquisitor. Als er erwachte, stand Trilla vor ihm. Kyle zog ihr Lichtschwert und wurde von einem Machtecho erfasst. Zir und Trilla gefoltert. Trillas Gesinnungswandel, Zirs Flucht. Als er zurückkehrte, war Trilla und das Holocron verschwunden. Kyle lief zum Schiff zurück und Zir zu alles zu erklären. Diese nutzte die Macht und schlug Kyle mit Trillas Lichtschwert zum Ritter. Gut. Ruhig. Zu ruhig. Wir sollten hier nicht lange bleiben. Okay. Ich will mich kurz mal umziehen. Vor den Augen der anderen. Ist mir egal. Und wir machen uns mal wieder so, oder? Oder das da zum Weißen? Ja, doch. Ja, passt. Gut, jetzt sind wir Jedi-Ritter. Ja, nice. BD1, pass auf Cal auf. What did you do? Dann wollen wir mal zur Festung. Auf nur. Nice. Ich hatte schon befürchtet, die 5 Planeten sind. Ach, dieses wunderschöne Schiff hört einfach nicht auf, mir Probleme zu machen. Ich wette, BD1 würde Ihnen gern helfen, das ein oder andere zu reparieren. Was? Nein, 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 der muss gar nichts reparieren. Lass bloß deine Blechgriffe von meinem Schiff. Ich habe viel Arbeit in dieses Schiff gesteckt. Sei froh, dass du überhaupt an Bord sein darfst. Das ist ein Luxus-Sternenkreuzer der Galaxis-Klasse. Hör nicht auf sie. Ich lieb dich doch. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Oh, da bin ich mal gespannt. Das ist nicht gut. Für diese Verteidigung hier werden unsere üblichen Tricks nicht reichen. Ich kann helfen. Was schwebt dir vor? Ein Ritual. Es wird das Schiff verstecken, hoffe ich. Ein Ritual? Sie kennt sich mit solchen Sachen aus. Nein, halt, Moment mal, ganz ruhig. Also, was brauchen wir dafür? Ein Opfer. Einer deiner Arme wäre schön. Was? Entspann dich wieder. Kommt vor zu mir. Okay, ich mag sie. Ja, auch. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Schwestern, Mutter, leiht mir eure Kraft. Was sie da macht, es funktioniert. Wie hoch stehen wohl die Chancen? Du weißt, ich zähle auf dich. Gehen wir, Kumpel. Sobald wir drin sind, werde ich ihre Abwehr angreifen und sabotiere ihre Sensoren, damit die Mantis uns rausholen kann.
Du suchst das Holocron. Sollten wir uns wirklich trennen? Wir müssen es versuchen. Das Leben aller Kinder auf der Liste steht auf dem Spiel. Was immer da drin passiert und was immer du siehst, mach dir keine Sorgen um mich. Hol es und dann raus. Wir nähern uns der Festung. Es ist soweit. Einträge. Entschlossenheit einer Jedi. Kyle hilft Cyril dabei, mit ihrer brutalen Vergangenheit abzuschließen. Sie benutzt Trillers Lichtschwert, um Kyle zum Ritter zu schlagen. Haben wir das nicht schon gelesen? Anschließend wagen sich die beiden Jedis in die unheilvolle Tiefe der Inquisitorenfestung, um das Holocron zu bergen und ihre Aufgabe abzuschließen. Vielleicht sind hier ein paar Truhen. Wenn nicht, stoßen wir bestimmt wieder auf Alpha-Wände. So wie hier gerade. Okay, hier geht's dann nicht lang. Das aussieht, ist schon cool. Okay. Hier hat sogar die Alpha-Wand eine Farbe. Praktisch, dass sie die Mikros ausmachen. Eindringling! Alarm auslösen! Holt ihn euch! Okay, du kannst uns nicht überwältigen! Lass sie nicht entkommen! Wer bewegt sich? Ich verfolge ihn! Nicht nachlassen! Feuer! Ich hab's im Griff! Nehmen wir den Tag zurück. Herr, bist du da? Ja. Schön, euch zu hören, Sir. Ich habe das Holocron geortet. Schicke dir jetzt die Koordinaten. Hab sie. Unterwegs.
Okay. Seht ihr ihn? Fall nicht zurück. Ich will nur mal zeigen, wie geil das aussieht mit dem Fitzen auf dem Wasser. Das ist richtig cool. Mein Blaster hatte vorhin eine Fehlfunktion. Wieso redest du nicht weiter? Ich mag's voll, wenn die reden. Darf ich vorstellen? BD. Achtung! Systeme fallen aus. Zerschmettere Gegner. Gibt's hier eine Truhe? Habe ich gar nicht geschafft, ne? Ah, ne, gibt's nicht. Gut. Wieso? Wieso? Ausweichen. So ein Sparen. Gut. Ist aber gerade. Nee. Nee. Ich wollte gerade Schluss machen, aber nee, machen wir nicht. Nee, wir kämpfen weiter hier. Was soll das? Vielleicht bricht er jetzt weiter? Gegner identifiziert. Oh. Schnopp. Bringen wir es zu Ende. Angekommen. Wir müssen ihn aufhalten. Er ist weg. Wir können ihn nicht stoppen. Wow. Die tun mir echt leid. Information! Reiche dich auf den Tod vor! Das ist ein echter Kämpfer. Kämpf mit uns, du Feigling! Stimm! Inkompetent. Ziel ist gefecht. Du hast sie alle aufgeschaltet. Ja, blöd, dass die wissen, dass wir da sind. Wir müssen das hier nicht mal versuchen. Ich glaube, wir haben ihn. Du kannst uns nicht aufhalten. Ihm nach! Wie eine Schnecke. Ein Treffer gelingt dir nicht. Ja, hier anzugreifen ist echt feig.
ist schwach. Ja, das hat ihn das Leben gerettet. Aber das Imperium hat mich eingesperrt. Eine Idee? Cal, such einen Kontrollraum. Ich habe einen Plan. Ich glaube, ich bin in einem. Sieht gut aus. Kontrollraum, ja. Das Ding hier braucht Strom. Ach. Festungsbereiche sind deaktiviert. Flute die Basis und schwimm zum Festungskern. Ein tollkühner Plan. Wir treffen uns drin. Viel Glück. Okay. Gehen wir, BD. Dieser Teil sieht schwach aus. Unauffälliger, ne? Also. Achso, soll ich rausschwimmen? Glaube ich. Na klar, die hat ja gesagt, er schwimmt zur bla 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 irgendwas. Überschwemmter Sektor. Die Analyse dieser Rohre lässt vermuten, dass sie durch den aufgebauten Druck einer geöffneten Luftschleuse geborsten sind. Dies war nur möglich, wenn das Schildsystem beschränkt und deshalb nicht in der Lage war, die Festung von der hydrostatischen Druck zu schützen. Achso, ah ja. Laut der Daten könnte die Festung geflutet werden, wenn die Luftschleuse geöffnet werden, wäre das Schildsystem deaktiviert. Hey! Eine R2-Einheit, süß. So, ausruhen. Und
dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.